Hallo, liebe Gamerinnen und Gamer, hier ist wieder euer Grimakar. Und wir spielen heute mal eine andere Reihe. Und zwar geht es um Shadowrun Returns. War mal ein neues Spiel. Die Kampagne nennt sich der Todmannschalter und wir spielen auf Normal. Da für einfach sind wir sicherlich zu gut, aber für andere Schwierigkeitsstufen sind wir einfach nur nicht tief genug in der Materie, da ich sonst eigentlich nie wirklich Shadowrun gespielt habe. Gut, zur Welt. Shadowrun ist ja ursprünglich ein Pen-and-Paper-Spiel aus dem Jahre 1989. Da ist zumindest die erste Version herausgekommen, die stetigst weiterentwickelt wurde. Shadowrun selber spielt eher in einer zukünftigen Welt, aber eine nahen Zukunft. Es ist eher so ein Cyberpunk- und ja, Fantasy-Genre, sage ich jetzt mal. Die Welt selbst spielt im sogenannten... In der sogenannten sechsten Welt. Das ist eigentlich der Name für das Zeitalter. Das beginnt 2011 und zwar als der Maya-Kalender endet. Das ist ja auch ein Termin, den wir persönlich auch kennen, weil da sollte ja die Welt untergehen. Ist ja nicht passiert. Auf jeden Fall an diesem Tag begann ein ominöses Phänomen, nämlich ist die Magie zur Erde zurückgekehrt, die sich ja lange Zeit nicht blicken lassen hat. Damit verbunden ist, dass komische Wesen entstanden sind, wie Elfen, Zwerge, Orks und Trolle. Die Leute können wieder zaubern und es gibt sonst auch irgendwelche magischen Phänomene. Dann ist die Welt relativ runtergekommen, also sie hat zum Beispiel auch eine Pandemie überstehen müssen, wo ein Virus die Bevölkerung ziemlich stark dezimiert hat. Und das normale politische Gefüge, wie wir es heute kennen, existiert auch nicht mehr, da die Megakonzerne die Macht übernommen haben. Das heißt, der nationale Boden ist eigentlich nicht mehr wirklich in der Hand der Regierungen, sondern die Konzerne machen, was sie wollen. Gut, ich habe schon mal vorbereitet, wie der Charakter genau aussehen soll, damit das alles schneller geht. Ich will einen männlichen Mensch spielen, und zwar als Straßensamurai. Ja, wie man hier auch sehen kann, sind Freelancer, Ehrenkodex, also wir gehören auf jeden Fall zu den Guten. Wir konzentrieren uns auf Stärke, Konzentration und Schnelligkeit oder Schnelligkeit. Und wir können sowohl Nahkampf als auch Fernkampf, aber ich dachte mir, für den Anfang machen wir einen auf Nahkämpfer. Da wir hoffentlich im Spiel auch irgendwann mal einen Katana oder Katana finden werden. Gut, das wird unser Avatarbild sein. Schön nichtssagend. Suchen wir uns mal eine Frisur heraus. Ah, wir müssen die automatisch hier mal beenden. Frisur. Habe ich auch schon mir eine überlegt. Kein Iro. Machen einfach eine Frisur, die einem Straßensamurai würdig ist, nämlich möglichst nah am Anime. Schwarzen Haaren, dachte ich mir. So, der Bart wird auch schwarz. Dann nehmen wir... Ah ja, genau, wir nehmen einen trendigen Vollbart. Sehr gut. Dann fahren wir fort. Gut, Karma ist im Prinzip das, womit man seinen Charakter skillt. Man sieht hier Torso. Damit gibt es die Widerstandsfähigkeit. Wir haben 8 Punkte. Ich habe auch schon einen Blick, wo ich die reinsetze, nämlich 4 in Stärke, dann in Nahkampf 2 und in Nahkampfwaffen 2. Wie man auch sehen kann, sind die Menschen ein bisschen eingeschränkt. Also Maximum für Menschen, Elfen ist hier bei 9, Orks und Zwerge kommen bis 12 und die Trolle kommen im Nahkampf bis 15. Also die sind so die super heavy Kämpfer. Wir werden trotzdem auf Nahkampf gehen und dann später vielleicht mal gucken, was wir im Bereich Fernkampf machen können oder vielleicht auch im Bereich Charisma. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen in Richtung Magie. Darüber habe ich noch nicht so weit nachgedacht. Okay, bestätigen wir das mal. Das sind die Gebräuche. So ein Spezialgebiet, über das der Shadowrun, den man spielt, besonders viel Wissen hat. In dem Fall habe ich mich schon entschlossen, einen Shadowrunner zu nehmen, auch wenn ich noch keinen Sinn darin sehe. Also so wie ich das verstanden habe, wird am Ende nur die werden dann nur Gesprächs-Dialog-Optionen quasi möglich, je nachdem für was man sich entscheidet. Gut, bestätigen wir das auch mal. Und natürlich heißen wir Grimakar. Dann möge die Geschichte beginnen. Am Boden angekommen. Deine Wohnung. 3 Uhr früh. Sie hat 4 Wände, ein Dach. Und brennt immerhin gerade nicht nieder. Sogar die Kakerlaken sind auf der Suche nach einer besseren Unterkunft weitergezogen. Nicht gerade die Traumunterkunft eines Runners.
Aber derzeit ist sie so ziemlich das Einzige, was dir noch geblieben ist. Das Dasein eines Shadowrunners dreht sich um alles oder nichts. An einem Tag ist man der heißeste Runner der Stadt und kriegt Jobs, dank derer man in 5-Sterne-Restaurants speist. Am nächsten ist man, nun ja, hier. Deine Pechsträhne dauert jetzt schon ewig an. Der verdammte Schieber hat nicht angerufen. Das Geld ist schon lange alle, sinnlos und frei. Frei genug, um in den Ritzen einer von Megakonzernen abhängigen Gesellschaft zu hungern, die nur nach deinen Nuyen giert. Etwas muss sich ändern, und zwar bald. Gut, bevor wir fortsetzen, gebe ich noch ein paar Hintergrundinformationen. Shadowrunner, was sind Shadowrunner eigentlich? Im Prinzip sind das Söldner, immer auf der Suche nach Jobs, um Geld zu verdienen. Und die Jobs kriegen sie normalerweise von den Konzernen, also von den großen Megakonzernen. Und diese Jobs sehen meistens so aus, dass man entweder die gegnerischen oder die anderen Konzerne ausspioniert, also Wirtschaftsspionage, oder dass man zum Beispiel auch mal einen Mord begeht, also Auftragskiller. Der nächste Ausdruck ist Schieber. Das braucht man eigentlich fast nicht zu erklären. Gibt ja auch Waffenschieber. Im Prinzip sind Schieber einfach nur Händler, die alles organisieren können, solange das Geld stimmt. Das nächste ist Sinnlos, SIN. Das bedeutet Systemidentifikationsnummer. Das ist im Prinzip ja, deine Nummer, mit der man dich verfolgen kann, so wie die Ausweisnummer. Nur noch ein bisschen zukunftstechnologischer, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und dann Nuyen, das ist die Weltwährung. Orientiert sich an der Währung Yen, also das heißt eigentlich New Yen, und hat auch schon so ein bisschen da so einen Hinweis mit dabei, dass vor allem die japanischen Megakonzerne auf der Welt das Sagen zu haben, das Sagen haben. Und so weiter und fortsetzen. Das ist jetzt unser Held. Deine Wohnung 2054. Es ist 3 Uhr morgens und es kann eigentlich nur noch abwärts gehen. Tja, dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Mal hier. Ein Stück Papier mit deinem Kontostand. Genügend, um dich bis zum Ende der Woche durchzubringen. Dein Notizbuch, Kalender, Kontakte, das ganze Zeug. Schauen wir uns die Kontakte an. Die Liste bietet ein jämmerliches Bild. Carter, Detroit, Schieber. Reagiert nicht auf Nachrichten. Dowd, Runner, tot. Felton Nash, Schieber, seit Februar vermisst. New Larry, Runner, tot. Sam Watts, Runner, wahrscheinlich irgendwo in der Gosse. Sangoma, Runner, tot. Arf Jack, Dealer, im Ruhestand oder tot. Die Liste geht noch weiter. Alles entweder Sackgassen oder einfach nur tot. Dann der Kalender. Er ist leer. Nichts steht an. Okay, das war auf jeden Fall nicht sehr ergiebig. Wir haben ein paar Namen gelesen. Dein Witfong klingelt und schreckt dich auf. Wer ruft dich um 3 Uhr morgens an? Schauen wir doch einfach mal. Sam Watts. Hey, den hatten wir doch vorhin in unserem Kalender, in unseren Kontakten. Der Bildschirm erwacht zum Leben und dank der plötzlichen Helligkeit musst du die Augen zusammenkneifen. Ein lachendes Gesicht erscheint. Sam Watts. Hey Kumpel, ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Er kichert. Er ist wieder betrunken. Oder schlimmer. Wo warst du, Sam? Ich habe monatelang nichts von dir gehört. Noch ein Kichern. Ach, mach dir um deine Seite der Konversation keine Sorgen. Ich bin nicht wirklich hier. Es gibt nur einen Grund für dieses Video. Jemand hat mich umgelegt. Ich bin tot. Wahrscheinlich war es sogar gerechtfertigt. Wenn du eine zwielichtige Persönlichkeit wie ich bist, umgibst du dich oft mit anderen zwielichtigen Gestalten, die oft zwielichtiges Zeug am Laufen haben, wie zum Beispiel auch du. Also, warum bin ich tot? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich selbst verschuldet. Ich frag mich, wo du jetzt steckst. Ich wette, du hast einen dicken Scheck abgesahnt und kannst jetzt dein Geld verprassen. Manche sind halt die geborenen Gewinner und manche sind halt wie ich. Hey, erinnerst du dich noch an die Renraku-Sache, bei der alles schiefgelaufen ist und wir Dowd verloren haben? Oder danach dieser improvisierte Saloon an den Docks? Ich hab dir da echt den Rücken freigehalten, oder nicht? Dowd, das ist ein Name, den du schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gehört hast.
Vor 3 Jahren eine behelfsmäßige Bar an den Docks von Seattle. Die Nacht, in der er Stout erwischt hatte. Oder erwischte. So, wir haben New Larry und Sangoma. Tja, die waren beide tot, laut unseren Kontakten. Du gehst jetzt seit etwa 6 Monaten mit New Larry auf Runs. Er ist ein Kampfmagier mit einem schlechten Tattoo und einer ebenso schlechten Einstellung. Er kannte Daud fast so gut, wie du ihn kanntest. Daud, nie jemanden so sterben gesehen. Was für ein Idiot. Er schüttelt den Kopf. Ich hasse diese verfluchte Stadt, Grimaka. Es ist kalt, der Regen brennt wie Säure und ich will hier weg. Hör auf mit diesem Gejammer über den Regen. Wir haben heute einen Mann verloren. Soka, sorry. Ich kann es nur kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Portland ist einfach mehr mein Ding. Kurzer Hintergrund. Soka. Habe ich erst nicht verstanden, was es soll. Hab dann nachgeschaut. Und es ist japanisch. Und heißt so viel wie verstanden, verstehe. Okay, so in der Art ungefähr. Ich weiß nicht, Grimaka. Sam ist ein netter Kerl und schlägt sich wacker im Kampf. Aber in letzter Zeit hat er beunruhigend viel gesoffen. Nie während eines Runs. Bis jetzt. Doch er könnte zum Problem werden. Er schüttelt den Kopf. Bei diesem Run ist so ziemlich alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Jetzt ist auch noch der Schieber spät dran. Was meinst du, was wir machen sollten? Ich weiß auch nicht. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Mann mit dem Plan, aber ich wäre dafür, von hier zu verschwinden. Das Geld ist es einfach nicht wert. Das, was mit Daud passiert ist. Genug von diesem Dreck, Sam. Wir wissen beide, warum Daud gestorben ist, und es war nicht wegen dem Schieber oder irgendeiner deiner anderen paranoiden Chip-Fantasien. Auch hier der Hintergrund. Dreck ist einfach nur ein Shadowrun-Wort oder ein Shadowrun-Wort. Bedeutet so viel wie Mist oder Scheiße und schreibt man tatsächlich ohne C. Und Chip-Fantasien, ja, Chip, also es gibt einfach Software-Drogen, wo man sich so Chips anheftet und dann gibt man da quasi seinen, sag ich mal, IT-Rausch. Damit zerstört man auch nebenbei sein Gehirn. Sam grinst ein gefährlich anmutendes Grinsen. Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet. New Larry hat etwas zu sagen, nicht wahr, Larry? Na los, raus damit. Du hast geschlampt. Er lacht. Geschlampt? Du denkst, ich habe geschlampt? Du bist schon den ganzen Tag hibbelig. Mann, sieh dir doch mal deine Hände an, sie zittern. Hast du getrunken, Sam? Auf einem Run? Nein, kein Tropfen. Nicht heute und nicht irgendwann anders. Etwas scheint ihm klar zu werden. Er beugt sich zu New Larry hinüber, belustigt und doch gefährlich. Das war ein Hinterhalt. Und er weiß es, nicht wahr, Larry? Hast du deshalb vor unserem Run auf Renraku noch schnell jemanden angerufen? Wieso konntest du den Kerl nicht geeken, bevor er sein Magazin in Doubt geleert hat? Ich hab dich oft genug einen Blitzstrahl schleudern sehen. Der Typ hätte kross gebraten sein müssen, bevor er Zeit gehabt hätte, seine Waffe zu ziehen. Geeken bedeutet hier in dem Fall töten. Larry sieht auf die Uhr, leckt sich die Lippen, blickt hinter sich in die Dunkelheit. Er wartet auf jemanden. Es ist nicht der Schieber. Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Ihr Chammer habt einen an der Waffel. Ich bin weg. Chammer ist ein Wort für Kumpel, Kollege oder auch Gangmitglieder nennen sich untereinander Chammer. Ist ein relativ allgemeiner Begriff eigentlich. Hast du uns schon lang genug hier gehalten, Larry? Er hält inne. Ein Lächeln schleicht sich auf sein Gesicht. Sieht so aus. Tut mir leid, Grimaka. Ich mag dich ja sogar irgendwie. Ich mag das Geld nur lieber. Da kommt jemand. New Larry wirkt erleichtert und schenkt ihr ein fieses Grinsen. Sieht aus, als wären meine neuen Renraku-Freunde endlich hier. Sie werden sich die Festplatte von deiner Leiche zurückholen. Wir sollten uns unsere Freunde in Zukunft genauer aussuchen, Grimaka. Wie wär's, wenn ich dir nachher einen ausgebe? Du schuldest mir sogar mehrere. Okay, da haben wir jetzt den ersten Kampf. Ist ein bisschen aufgebaut wie bei XCOM. Und New Larry ist einer von den Bösen, wie wir wissen, ein Kampfmagier. Er hat jetzt einen fiesen Treffer gelandet. Die anderen verfehlen.
Gut, da wird nochmal erklärt, rundenbasierter Kampf. Das überspringen wir mal. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit Deckung gehen an. Und dann schießen wir. 99%ige Trefferchance ist super gut. Auch noch gekrittet, so wünschen wir uns das doch. Tja, 99%. Wenn wir jetzt hier hinten uns ranstellen, dann könnten die mit Handgranaten werfen. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir uns was anderes überlegen. Oder wir ignorieren das einfach. Einfach schießen. So, der erste ist Matsch. New Larry ist jetzt auch wieder gestorben ist. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die hier platt machen. Wir haben zwei Wachmänner. Die scheinen sich ziemlich ähnlich zu sein. Zehn Schaden und nochmal 10 Schaden. Und damit ist er tot. Perfekt. Jetzt kommt Nachschub von der anderen Seite. Tja. Dann würde ich vorschlagen, wir suchen uns mal eine neue Deckung. Konzentrieren uns auf den hier. Schwach. Den lassen wir. Shit. Lassen wir mal dahin gehen. Und den schicken wir dahin. Dann sollten wir alle gut in Deckung sein. Für die nächste Generation Gegner. Die sofort verfehlt. Okay. Bewegen wir uns mal hier hin, weil das unsere Trefferquote steigt. Scheiße. In dem Fall laden wir mal nach. So, das ist eine sehr gute Trefferchance. Hervorragend. Oh, nochmal Nachschub. Das ist nicht gut. Sie haben einen Schaman. Perfekt. Oh Gott. Oh Gott, der Kredit. Ein fieses Viech. Und es macht uns Aua. Jetzt dahin gehen. Okay, der muss definitiv nachladen. Bewegen wir den mal dahin und lassen ihn nachladen. Oh shit. Den gehen wir in Deckung. Müssen uns irgendwo überlegen, was wir machen. Halt alle Freunde. Ich glaube, ich bin selber ein Freund. Ja. Gut. Ah, sehr schön, die kommen sogar selber in die Nähe. Wehe. Dann sollten wir doch jetzt gute Möglichkeiten haben, ein bisschen zu zermanschen, wenn er mal auch nicht treffen würde. Ah, okay. Also wenn man den Beschwörer platt macht, dann ist auch gleichzeitig noch der Beschworene weg. Gut, ich hoffe mal, das war's jetzt. Ey, zweimal verfehlt bei 69%. Jetzt aber. Sehr gut. Sangoma lässt ihre Waffe sinken und begutachtet Sam. Alles in Ordnung, Sam? Sam atmet schwer und sieht ziemlich mitgenommen aus. Das war vielleicht eine Sache. Du hast gute Arbeit geleistet. Du wurdest für diesen Job geboren, Grimaka. Ich hingegen nicht so wirklich.
Ich denke, ich werde den Job an den Nagel hängen. Irgendwo ein nettes Bordell finden, mich besaufen, bis ich irgendwann tot umkippe. Was ist mit dir? Ich werde so weitermachen wie bisher. Das ist das einzige Leben, das ich kenne. Tja, du bist ein Dummkopf. Und wenn du tot bist, werde ich auf dich anstoßen. Ach, wem mache ich hier was vor? Ich werde dich wohl kaum überleben. Du kannst wohl eher auf mich anstoßen. Damit gehen wir zurück in die Gegenwart. Also der Sam Watts war auf jeden Fall ein Kollege von mir. Du starrst auf Sams Gesicht, auf deinem Comlink. Versinke nicht in Erinnerung, konzentriere dich. Ich habe in dieser Nacht zu dir gehalten, nicht wahr? Jetzt frage ich mich, wen würde es interessieren, wenn ich sterbe? Wen würde das einen feuchten Dreck kümmern? Ob es dir gefällt oder nicht, dein Name steht ganz oben auf der Liste. Vielleicht ist es sogar der einzige. Also habe ich einen Totmannschalter eingerichtet, um dir diese Nachricht zu schicken. Ich habe eine Lebensversicherung von 100.000 Nuyen abgeschlossen, die an denjenigen ausgezahlt wird, der meinen Mörder findet. Und es ist mir egal, ob der im Knast landet oder in einem Leichensack. Melde dich bei meiner Anwaltskanzlei Rogers, Mengert und McCain, wenn du den Job erledigt hast. Sie werden wissen, was sie zu tun haben. Er dreht sich nach links. Chad? Die Kamera schwenkt zur Seite und zeigt einen gut gekleideten Mann neben Sam. Mr. Watts' Wünschen entsprechend haben Rogers, Mengert und McCain eine sichere Telefonverbindung eingerichtet, über die sie direkt Kontakt mit uns aufnehmen können, wenn die Aufgabe erledigt ist. Wir werden dann mit dem Verifikationsprozess beginnen. Beachten Sie, dass Sie nur über eine sichere Festnetzverbindung auf diese Nummer zugreifen können. Wir werden keine Anrufe von Comlinks oder anderen Geräten entgegennehmen. Die Kamera schwenkt zurück zu Sam. Sam richtet sich auf und wird zum ersten Mal richtig ernst. Hör zu, Grimaka. Ich hatte ein Dreckleben und hinterlasse vermutlich auch eine Dreckleiche. Ich habe Leute verletzt, mich selbst verletzt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht will ich nur das letzte Wort in der Sache haben. Vielleicht will ich nur, dass es jemanden interessiert, dass ich mal im Leben war. Was sagst du dazu? Er wird sagen, ich habe einen Trinkkumpan gegen einen Gehaltscheck eingetauscht. Ich hoffe mal, du hast gerade Ja gesagt. Ich habe einen Ortungschip in meinem Kopf installiert. Falls, wenn mein Herz aufhört zu schlagen, wird er aktiviert. So kannst du mich finden. Ich sehe dich auf dem Obduktionstisch. Ruhe in Frieden, Sam. Wir sehen uns in Seattle. Alles klar. Das war's auch schon mit der ersten Folge, mit dem ersten Kapitel von Shadowrun. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir werden sofort weitermachen mit dem nächsten Let's Play. Das Kapitel wird dann heißen Der Totmannschalter, so wie die gesamte Kampagne. Dann sage ich gute Nacht, Chamas, und wir sehen uns. Macht's gut.